Moin Moin ihr Matrosen, hier ist der Klabautermann und vor dem ersten Video dieser Serie doch mal zwei, drei Takte zu zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Zwei Noobs, das sind der Tommy von Two Crazy Games und der Klabautermann von Klabautermann LP. Wir sind beide nicht so die Cracks in Ego-Shootern und wollen trotzdem dieses PlayerUnknown's Battlegrounds gemeinsam zocken und wollen euch dahin mitnehmen. Ich habe das erste Experiment mit einer Facecam gemacht, als ein Klabautermann, der sein Gesicht ja nicht zeigen darf, weil er sonst keine Heuer mehr auf irgendeinem dieser Schiffe kriegt, habe ich da einen netten Schauspielkollegen zur Hilfe genommen, der leider noch nicht so ganz synchronisiert mit mir war. Das heißt, er bewegt seine Lippen gerade relativ wenig und ist eher statisch. Das wird sich in weiteren Videos irgendwann noch ändern, wenn ich den besser im Griff habe. So viel der Vorrede, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Moin Moin ihr Matrosen, hier sind zwei Noobs auf dem Schlachtfeld. Hallo! Der Tommy und der Klabautermann versuchen sich in Players Unknowns Battlegrounds und also unser Motto ist Schleichen, Ducken und Wegrennen. So, in dem Sinne, hallo und herzlich willkommen! Ja, ich zähle an, wir springen links raus. Links und zwar raus. Gleich schon. 3, 2, 1, jetzt. Ich so, weiß Feuerwerk, gar nicht. Mein Bruder. Klabbi, wo bist du? Links raus. Ich weiß gar nicht, ob du auch diesen gelben, dieses gelben Markierungsdings in dem... Ja. Da habe ich. Versuche ich hinzufliegen. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Oh fuck, da sind noch einige andere rausgesprungen. Oh, das wird böse. Wird das haarig? Ja, lass uns mal mehr rüber zu diesem kleinen Gehöft gehen, weil die gehen alle da drüben rein. Und jetzt halt immer B drücken und runter, sonst bist du ewig am Segeln. B? B, also quasi für vorwärts laufen. Ach so, du läufst dann in der Luft vorwärts. Jetzt weiß ich ja, woher das Ruckeln gerade kam. Es regnet. So, das braucht mehr Rechenleistung, ja. Meinst du? Yep. Alter. Ja, da ist meine Nvidia ganz schön ausgelastet. Ah, jetzt komme ich hier nicht über diesen blöden Dings drüber. Huch. Tag, ich bin's. Tag auch. So, ich guck mal hier hinten. Ach so. Oh shit, hier ist ein Scharfschützengewehr. Was ja natürlich so für die Anfangsspielphase ziemlich daneben ist. Ja. Okay, ich habe einen Kanister gefunden. Damit kann ich dann wahrscheinlich meine Gegner totklöppeln. Ne, mit dem Kanister kannst du die Fahrzeuge auffüllen. Ah, die es in dem Spiel auch gibt. Ja. Also bei mir ruckelt es jämmerlich. Also was heißt jämmerlich, aber ich habe ein paar Einbrüche in der Framezahl. Für die erste Folge ist das in Ordnung. Das kann man machen. Ja, ich glaube, also ich würde vermuten, dass einerseits der Regen und andererseits glaube ich, könnte es auch sein, dass der Server gerade irgendwas hat. Ja, da irgendwie hat es schon von vornherein schon ein bisschen... Ja. Oh shit, wir müssen ganz weit in den Süden runter. Das heißt, wir müssen schauen, ob wir irgendwo einen... Ich brauche eine Knarre. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Eine Knarre finden. Das heißt, dann lass uns mal aus dem Haus rausrennen. Schön, dass du zwei Waffen hast. Magst du das Scharfschützengewehr haben? Ist egal, Hauptsache irgendwas zum Verteidigen. Ich guck mal hier in den Schuppen rein, warte mal. Der ist leer, da habe ich schon reingeguckt. Lass uns mal da hinten noch zu dem Schuppen rennen. Dann können wir Knarrentausch machen. Ich meine, so auf dem offenen Feld geht das sogar mit der... Ja. Mit dem Ruckeln oder dem Nichtruckeln. Man kann übrigens mit der gedrückten Alt-Taste kann man die Maus weiter bewegen. Ah, cool. Mache ich gerade mal. Kann sich umschauen. Ja, das ist gut gelöst. Schau mal rein ins Häuschen, da liegen manchmal auch noch Sachen. Oh, eine Pfanne. Dann ein bisschen. Und eine Rauchgranate. Was habe ich denn noch? Ich muss mal gerade hier mal schauen. Taktisches Lager. Alles mitnehmen erstmal. Ich habe dir hier, wo ich stehe, habe ich dir die Waffe auf den Boden gelegt. Ah. Das ist gut.
Und ich flieg schon mal da vorne auf das nächste Gebäude zu. Ja. In der Hoffnung, wenn man alle Waffen wegsteckt, rennt man noch mal ein bisschen schneller. Wie stecke ich denn die weg? Mit X. Also 1, 2, 3 hast du die Waffenauswahl und X ist alles wegstecken. Vorsicht, da sind vorhin welche gelandet, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Nee, ja. Okay, dann sind wir gleich tot. Also die Türen haben sie mal zugelassen. Ja, man kann sie hinter sich zumachen. Wie kann ich denn näher rangehen eigentlich? Indem du drauf zuläufst? Nee, wie näher rangehen? Also mit dem rechte Maustaste. Ach so, ja, also das nennt man Zoom, okay. Ja, es ist erst, wenn du kein Zoom drin hast, ist das erstmal nicht viel. Achso, dann brauche ich wahrscheinlich noch einen extra Aufsatz dafür, ne? Verstehe. Also hier sieht nicht aus, als ob hier schon jemand gelandet wäre und gelootet hätte. Und jetzt, wenn so mehrere Gebäude in einer Ecke stehen, kann es sinnvoll sein, sich tatsächlich an verschiedenen Orten in die Gebäude reinzubegeben. Ja, ich guck mal gerade. War ich denn schon hier in dem großen Haus hier? Gute Frage. Ich glaube nämlich nicht. Ich guck mal gerade rein. Hast du mir was drin gelassen oder? Nee, ich habe eigentlich nämlich erstmal alles mit. Ich merke das schon. Aber eine Splittergranate habe ich hier. Nicht genug Platz. Okay. In dem Haus, in dem ich gerade war, die kann ich hier leider nicht mitbringen. Da liegt irgendwo noch ein Rucksack. Wo war das denn? Auf dem Balkon. Schon gefunden. Balkon. Hier sind sogar zwei Rucksäcke. Rein theoretisch könntest du, wenn du wolltest. Ich gehe mal in die Seitengebäude rein. Und Pfanne. Schön. So, okay, die Nummer 3. Ja, wir dürfen uns eigentlich gar nicht so lange aufhalten. Wir müssen ein Fahrzeug finden. Das ja, dann. War ja, glaube ich, der Plan. Die stehen meistens am Rande von Straßen. Das heißt. Ja, dann haben wir ja schon hier fast. Fuck. Ja. Genau, du kommst mir nach. Ach, ich habe so eine scheiß Wumme. Eine scheiß Pistole. Mehr ist nicht. Ja, also definitiv muss ich dann gleich mal mit der Grafik noch was machen. Also selbst auf der. Ich habe eine gute Nvidia, die 970er. Er benutzt angeblich, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber es war wohl am Anfang so, benutzt er nur die CPU und bindet die Grafikkarten gar nicht ein. Ach. Echt? Ah ja, Alpha. Nein! Ja, da muss ich definitiv runtergehen. Mit der Grafikleistung. Hier ist noch eine Wumme. Beziehungsweise... Ich habe eine. Du kannst sie nehmen. Nee, ich habe ja auch schon. Eine Pistole habe ich auch schon. Ich fürchte, wir werden Pech haben mit dem Auto. Also es gibt solche... Es gibt solche kleinen Buggies, die manchmal irgendwo am Straßenrand stehen. Da vorne, das könnte. Oder ist es ein Busch? Das ist ein Busch. Das ist ein Busch. Vielleicht können wir daraus ja irgendwie. Ja. Ja. Eine Zündschnur bauen oder so. Weiß ich nicht. Heißt du MacGyver? Aber das sieht richtig scheiße nach nichts aus. Hier liegt so ein Verbandskasten auf dem Dings. Den brauchst du nachher, wenn wir. Dann in die Zone reinkommen und alle sterben werden. Ah, das ist Motorrad. Das können wir auch zu zweit benutzen. Wir sind gerettet. Sehr gut, dann schnalle ich mir mal die Waffe um. Willst du fahren oder willst du? Ich kann das nicht. Du fährst. Achso, du bist die Frau, ne? Ach, shit. Nein. Ja, fahr mal. Was denn? Und wir müssen... Ich guck mal auf die Karte. Wir müssen tendenziell... steil rechts runter. Eigentlich steil rechts runter? Achso. Ja, also Richtung Süden. So weit Richtung Süden, wie es geht. Also fahren wir jetzt hier quasi... Ja.
Und mit der, ich glaube, Shift oder Steuerungstaste kannst du auch nochmal Gas geben. Es knallt dann kurz. Drück mal. Shift? Shift oder Steuerung? Linke Shift oder linke Steuerung? Nee. Dann hat das wahrscheinlich. Vielleicht geht das mit dem Moped nicht. Das umsteigen? Ja, umsteigen. Ich bin drin. Kannst du eigentlich schießen beim Fahren? Ja. Ja, dann. Da willst du nur Moment, beide Buggys mitnehmen. Das wird natürlich jetzt gefährlich. Jetzt fahren wir durch die City, ne? Fahr mal berg, ne, rechts runter, querfeld ein. Richtig, richtig rechts, richtig Süden. Hütte kontrollieren? Nee, wir müssen los. Wir müssen, die blaue Zone läuft entweder schon? Ja, die läuft nein, schon, die wird uns gleich überholen. Ich bin auf dem Weg. Wenn schießt auf uns, einfach weiterfahren. Einfach schnurstracks weiter. Und drück nochmal, probier nochmal Steuerung oder. Wir fahren schon, wir haben schon hier. Das ist ja witzig, was soll das sein? Turbo oder was? Jetzt kommt gleich die Zone. Aber die ist am Anfang, ist die noch nicht so schlimm. Schau ich nochmal auf die Map. Bieg mal links ab. Rechts ab. Da geht's berghoch. Ja, egal. Wir müssen jetzt gleich über eine Straße, so ein Feldweg kommen, da ist auch eine Brücke dahinter. Locker bleiben, das schafft man. Ja, es ist ja am Anfang noch nicht so wild. So, und dann müssen wir irgendwie eigentlich rechts an diesen Häusern vorbei oder ne, fahr einfach geradeaus dran vorbei. So gut es geht. Aber tendenziell uns rechts halten. Oh, scheiße, dann kommen wir an der Schule vorbei. Alle sterben. Ja, genau, da weiter. Genau, die Straße, der Straße weiter folgen. Okay, dann hinter diesem großen Gebäudekomplex Vorsicht! Links. Wir kriegen Besuch. Hinter uns ist ein Auto. Die schießen auf uns. Halt drauf. Okay. Die haben sie, glaube ich, abgehängt schon. Irgendwie weiterfahren. Die schießen auf uns. Das ist immer bewegen zu bleiben. Halt nicht die Kontrolle zu verlieren, weil das ist ein bisschen schwierig. Wir sind gerade an dem gelben Dingi vorbei, ne? Ja, dann suchen wir uns. Und unser Tank ist gleich leer. Dann fahr mal einfach ins Gebäude, in das Geräusch da, in die Siedlung rein, irgendwo. Ah! Von wo schießen die denn, verdammt? Die fahren hinter uns her, glaube ich. Aber ich sehe nichts. Dann halt hier einfach mal an und wir springen raus und verstecken uns irgendwo in den Häusern. Ich gehe mal ins Nachbarhaus. Ja. Oh Mann, spannend. Wo geht's hier hoch? Scheiße, ich hab mich... Na, das kann ja was werden, ey. Das kann ja was werden. Ja, vor allem, weil ich null bewaffnet bin. Irgendwie ist das neu, das kenne ich noch nicht. Da stand doch so noch so ein Flitzebuggy, aber sind wir, glaube ich, schon extrem weit vorbei, ne? Ja. Vielleicht finden wir hier noch ein neues Fahrzeug. Okay, wir sind in der Zone drin. Wir müssen aber weiter runter wieder. Es ist wieder... Im Prinzip der Straße, die wir gekommen sind, folgen. Jetzt zerrede ich ein Buch. Also. Ich höre ein Fahrzeug. Ja, wollen wir es kapern? Ja, wir versuchen es mal. Ich glaube nicht, dass wir eine realistische Chance haben. Wieso? Weil die an uns vorbeiheizen werden. Ich würde mich jetzt eher von Haus zu Haus weiter Richtung... Was ist denn das?
Südosten. Was ist es denn für ein Fahrzeug? Oh fuck, das hat irgendwo in der Nähe von mir gehalten. Ja, ich hab's gehört. Locker bleiben. Jetzt ist weitergefahren. Siehst du's? Nee. Aber ich hab's nochmal gehört. Okay, in einer Minute verkleinert sich die Zone. Das heißt, wir müssen ums Verrecken, wir müssen weiter. Wir müssen weiter in Richtung Osten, Südosten, quasi von Haus zu Haus erstmal. Dann hier lang. Komm raus aus dem Haus. Ich komme über den Balkon raus. Na, wenn ich den schaffe. Oh! Ich brauche noch einen. Wir müssen fahren. Glaube ich. Oh, ich hab mich hier festgepackt. Super. Na ja, toll. Ich komme hier nicht durch die Mauer. Das ist doch nicht wahr. Nein, jetzt nicht festpacken, Junge. Okay, ich bin. Hab's geschafft. Du hast die Karte im Blick? Ja, aber da sind leider keine Autos drauf eingezeichnet. Ja. Ja, ich guck mal. Ich muss unbedingt in der nächsten Folge, muss ich unbedingt die Grafik nochmal runterschrauben, weil das ist bei mir echt am Ruckeln in der Aufnahme. Also nicht im Spiel, aber in der Aufnahme ruckelt's. Das macht der Regen irgendwie. Ja klar, der frisst natürlich. Ist natürlich auch sehr spannend irgendwo zu sehen, weil nachher, wenn wir es dann irgendwann streamen wollen, also wenn wir wirklich live gehen wollen, dann müssen wir darauf achten. Weil ich streame ja quasi über den CPU quasi. Ja. Ja, ich würde sagen, wir laufen halt mal in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendein Fahrzeug treffen. Ja, aber zum Gucken reicht's. Das ist in Ordnung. Die Zone kommt schon von hinten. Naja, ich sehe es. Also die Straße stimmt, die Richtung stimmt. Nur wir könnten schneller sein. Und ich sehe noch gerade, ich muss meinen Avatar dann auch noch mal ein bisschen, meine Facecam noch mal noch ein Stückchen nach oben, ein kleines bisschen. Ich kann meine noch ein Stückchen runter. Naja, ist ja alles, das ist die erste Folge. Wir probieren, ja. Das ist ja so weit in Ordnung. Da hinten links steht irgendwas im Feld. Ist das wieder ein Busch oder ist das ein Auto? Könnte ein Busch sein. Ich vermute, es ist ein Busch. Ja, Leute, ich muss definitiv runter mit meinen. Also mit Regen ist es bei mir auch am Limit. Ich habe so das Gefühl, so richtig. Ah. Hallo Zone. Ja, wie gesagt, Alex Hessmann, das Spiel ist ja gerade mal, wir nennen es mal, es wurde veröffentlicht. Ich meine, normalerweise sind das noch keine Stadien, wo dann halt so Spiele veröffentlicht werden. Aber dafür ist schon ziemlich gut. Das ist doch ein Auto. Nee, was ist das denn? Doch, das ist ein Auto. Das ist ein Buggy. Das ist doch ein Buggy. Wir könnten gerettet sein. Bei mir bricht die Framezahl quasi runter auf 15, 16, 17 Frames per Second. Das ist prinzipiell fast schon zu wenig, aber es ist in Ordnung. Aber ich muss nur, das war vorhin sag, nicht so wenn schlimm. Du eingestiegen bist und auch drin bist. Drin. Das ist ja geil. Oh, ich glaube, der Tank ist leer, oder was ist hier los? Nee, doch. Nein! Wo sieht man das? Ja, okay, dann wieder raus und weiterlaufen. Links. Unten links, da oben. Da oben links, links steht ein Auto. Aber ja, das könnte auch sein, dass das die Bösen sind. Oh, das ist ausgebrannt. So, jetzt erstmal in Deckung. Oh, und jetzt sind wir in dieser Bombenzone. Wir brauchen irgendeinen Unterschlupf. Irgendwas, wo man sich drin... Vorsicht, Schüsse. Hinter uns. Da vorne ist... Scheiße, ist außerhalb der Zone. Da vorne, wo ich gerade drauf zurenne, da sind... Also das Problem ist, hier fallen jetzt gleich die Bomben. Man stirbt da nicht sofort von. Also, wenn man getroffen ist, glaube ich schon. Aber sie fallen nicht überall. Nur langsame Qual vor, weißt du? Ich guck mal, ich versuche mal, meine Facecam gleich mal auszublenden. Versuche erstmal vor den Bomben in irgendeines der Gebäude reinzukommen. Das wäre nicht verkehrt, meinst du? Oh, jetzt wird's aber haarig. Da vorne fährt da noch ein Auto.
glaube. Und hier ist offen. Okay, ich bin drin. Puh. Okay, oh, hast du Erste-Hilfe-Zeug dabei? Ich guck mal gerade in meine Dingens. Also ich habe mich jetzt mal ausgeblendet in der Hoffnung, dass es ein bisschen flüssiger läuft, aber ich habe einen Verband. Reicht das? Ja. Ich weiß, das dann rechte Maustaste draufklicken. Und dann ein bisschen warten. Ah ja, ich sehe es gerade. Okay, das heilt dich zumindest stückchenweise dann so hoch. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Vorsicht! Vorsicht! Hält er da? Na toll. Ausgerechnet jetzt ruckelt's wie die Sau, ne? Ja, aber der ist vorbeigefahren. Der ist vorbeigefahren, ne? Hast du dich irgendwie wieder auf 75% oder so hochgeheilt? Noch nicht so ganz. Dann das Problem ist, der entlädt scheinbar sämtliche Texturen. Und das macht dann, und dann lädt er in alle Texturen noch mehr rein. Okay, wo sind wir? Wir sind hier. Oh, wir müssen über die Brücke vor uns wieder rüber. Deswegen sollten wir... Sollten wir vielleicht mal ein paar Yuppies irgendwie da runterballern? Ja, das Problem mit den Runterballern der Yuppies ist, dass die sich wahrscheinlich nicht freiwillig runterballern lassen. Ja, aber irgendwas müssen wir machen. Ja, vorne über die Brücke rüber. Da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen jetzt nur... Oh, jetzt kommt wieder die Dingens. Scheiße! Scheiße! Ja gut, noch sind 29 am Leben nur. Das heißt, man könnte sich theoretisch auch irgendwo hinsetzen und einfach seine Wunden lecken. Aber da oben ist der, ich würde gerade sagen, dann gehen wir oben auf den Turm, aber... Ich vermute, am anderen Ende der Brücke werden sie jetzt auf uns warten. Ich vermute auch, da hinten, die haben sich vorhin nach 100 Pro. Siehst du wen? Ach, der da, aus dem Auto raus. Das war ich. Ich habe aufs Auto geschossen. Versuchen natürlich alle irgendwie ja zu entkommen, ne? Und auf die andere Seite zu kommen. Oh nein, ey, ich sehe schon. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich auf der Brücke krepieren. Ja, hinsetzen und heilen hilft manchmal. Allerdings mit diesen kleinen Medipacks nicht wirklich viel. Kommt man nicht gut voran, ne? Ja, ich werde wahrscheinlich hier gleich die Hufe machen. Oh. Was war das? Bist du das? Ah, hinter dir. Ja, ich habe gerade angefangen. Jemand muss mich heilen. Jemand muss mich heilen. Ich heile mich selbst gerade. Dann komme ich zu dir. Okay. Ich bin tot. Okay, bin raus. Aber ich war tapfer. Ich habe sehr, sehr tapfer gekämpft. Ja, ich habe es gesehen. Du hast auf das Auto geschossen. Ich muss das mal gerade hier festhalten. Ich habe das hier gerade trotz fehlender Frames habe ich hier tapfer gekämpft. Tja. So viel muss man schon mal sagen. Ja, bist du auch bereit? Ich bin völlig bereit. Ja. Ja, dann allen, die zugeschaut haben, vielen Dank dafür. Das war gerade wirklich nubig. mal sehen, ob wir das überhaupt ausstrahlen. Ich glaube doch. Also als allererste Folge ist das, glaube ich, absolut machbar. Ja. Dann, ja, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Vielen Dank fürs Dabeisein hier in der neuen, ja, wie sagt man, neues Battlegrounds-Spiel, sich gegenseitig über den Haufen schießen. Wie nennt man das denn? Weiß ich nicht. Im neuen Format Schleichen, Ducken, Wegrennen. Zwei ja. Noobs auf dem Schlachtfeld. Wir bleiben dran. Genau, wir bleiben dran. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.